Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Master of Orion. Ich habe mich dazu entschlossen, die letzte Staffel mit dem Spiel zu beenden, mit Ypsilonia. Einfach aus dem Grund, weil es gab jetzt das große Update, also diese Phase 3 von der Early Access. Da ist es jetzt allerdings so, dass man die alten Spielstände so nicht mehr spielen kann. Es gibt eine Möglichkeit, sie noch zu spielen. Also das heißt, man muss quasi alte Update quasi laden. Gibt es eine Beschreibung, haben sie auch dazu geschrieben. Ist allerdings so, dass dann die neuen Sachen, die jetzt mit dazugekommen sind, nicht zur Verfügung stehen. Und nachdem ich persönlich finde, dass diese Sachen teilweise schon sehr wichtig sind für das Spiel, habe ich mich dazu entschlossen, das alte Let's Play zu beenden mit Ypsilonia und ein komplett neues Spiel anzufangen. Deswegen auch Staffel 2. Was hat sich geändert? Also, mit dem Update. Nummer 1, was dazugekommen ist, es gibt die riesige Galaxiegröße. Das ist schon mal Nummer 1. Und dann ist es so, ihr seht es hier unten bei Siegtypen, es gibt einen Wirtschaftssieg. Thema Wirtschaft ist auch mehr in den Fokus geraten. Gibt es auch noch Elemente im Spiel selber. Und schon ein großer Bestandteil von dem Ganzen. Was ist noch dazugekommen? Also was noch dazugekommen ist, ist die Spionage. Ein meiner Meinung nach schon wichtiger Bestandteil des Spieles. Also das ganze Thema mit der Spionage. Finde ich sehr wichtig. Deswegen auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich starte ein neues Spiel. Natürlich gab es noch diverse andere Updates, auch teilweise grafische Updates, auch viele Fehler wurden behoben. Was noch dazu gekommen ist, das seht ihr hier, geringere Zivilisationen sind dazu gekommen. Das heißt, man kann zufällig, nach einem Algorithmus, kann man zufällig kleinere Rassen entdecken, die ja keine Raumfahrt betreiben in dem Sinne, sondern mit denen kann man sich befreunden und Aufträge ausführen, also die geben einem auch Aufträge, was man machen soll. Schauen wir mal, wie das wird. Genau. Ja, ich habe mich entschlossen, die Terraner zu spielen. Also diese, ich sage jetzt mal, diesen alternativen Weg der Menschen. Ich habe auch die Menschen mit reingenommen, einfach, dass man quasi ja mit die Terraner vielleicht auf die Urväter trifft. Denn die Terraner starten auch in einem anderen System. Genau. Und bevor ich jetzt da lang weiter rede, würde ich sagen, wir starten schon mal das Spiel. Denn es wird auch noch ein bisschen laden müssen. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze mit die Terraner wird. Ist eine andere Richtung. Also die Terraner sind dann doch eher kampforientiert. Im Gegensatz zu die Psylonia, die ich davor gespielt habe. Schauen wir mal. Ich bin zwar nicht so der so direkt auf diesen offenen, offensiven Kampf aus ist. Aber, hey, schauen wir doch mal, wie es wird. Die Raumschiffe sind bestimmt schön. Wobei mir die fliegenden Untertassen auch gefallen haben. Fand ich auch sehr lustig. Ja, also, wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass das letzte Spiel jetzt einfach so abrupt beendet worden ist. Es war lang noch nicht fertig. Aber, ja, wie gesagt, ich persönlich fand die Änderungen doch, oder die Sachen, die dazugekommen sind, doch schon teilweise spielentscheidend mit. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, das so zu machen. Genau, also, bevor ich jetzt lang weiter rede, bin ich jetzt mal kurz leise. After centuries of strife and misery, the age of the Khans began. It was a time of great struggle,
when dire circumstances called for radical solutions under ruthless and unwavering leadership. The price was dear, but through the iron rule of the Khans, mankind survived. Having pacified their home world of Alpha Ceti, the Terran Khanate now seeks to expand its territories to secure the rightful place of humans in the galaxy until the end of time. Ja, so, wie ihr gesehen habt und gehört habt, also, wie gesagt, es ist auch nicht die Erde, also es ist Alpha Ceti, ganz anderes System und eine andere Entwicklungsgeschichte, wie sich das Ganze entwickelt hat hier. Dann wollen wir doch mal es erkunden gleich anfangen. Den schicken wir gleich mal hier hin. Sollen wir schauen, was für Planeten wir haben. Ja, die bleiben in Bereitschaft. Ja, was ist anders bei den Terraner? Also, wie ihr seht, wir können schon einen Zerstörer bauen. Das ist schon möglich. Machen wir auch gleich. Dann auch noch gleich die Forschung mitmachen. Und weiter geht's. Aha. Piratenflotte im Nichts. Na gut. Dann würde ich sagen, der fliegt mal dahin. Und dann schicken wir die Fregatte auch gleich mal. Ups, daneben geklickt. Die Fregatte schicken wir auch gleich mal hier hin. Und die darf das Sprungtor bzw. den Sprungpunkt bewachen. So, bedrohliche Flotte, ja klar. Wissen wir schon mal, dass es da noch einen Sprungpunkt gibt in die Richtung. So, was haben wir denn hier? Du erkundigst mal die Planeten und Gasriesen natürlich. Das war ja klar. Was hat er hier? Tundra, sehr reich. Oh, das ist doch schon mal interessant. Und was haben wir noch? Oh, Großsumpf, sehr reich und dunkles Quarz. Und ist das einzige System hierhin. Tja, dann würde ich sagen, das ist doch wohl klar, wo kolonisiert wird. Das ist doch schon mal schön. Und dann schicken wir den Speer. Schicken wir auch gleich mal hier hin. Schaut nach einem Gasriesen aus. So einfach. Bauchgefühlsmäßig. Ja, in welche Richtung gehen wir? Gehen wir an den Rand raus oder gehen wir Richtung Kern? Wir gehen an den Rand raus. Schauen wir doch mal, was es da so alles gibt. So, und schon kommt es zum ersten Kampf. Also, was haben wir hier? Wir haben drei Piratenplünderer und meine Fregatte. Und ich würde sagen, ich übernehme das Kommando. Also es ist jetzt auch so, dass das Ganze im Pausemodus startet, dass es mit einer Draufsicht startet. Der ganze Kampfmodus hier. Die taktischen Möglichkeiten sind ja immer noch relativ überschaubar. Also ich greife von ganz weit greife ich die schon an. Und also man kann auch in diesem Kinomodus schon starten. Und ich würde sagen, wir schalten jetzt einfach um in den Kinomodus, denn ich sag mal, der Kampf hat sich so. Ja, geht schon los. Wird schon gefeuert. Und meine Raketen. Die Raumschiffe gefallen mir sehr.
sind schon schick. Schön modern. Windschnittig. Wobei ich sagen muss, also die klassischen Untertassen von sind natürlich auch sehr attraktiv. Keinen Schaden bekommen. Ah, da ist eine Anomalie. Da schicken wir dann den dann hin. Und die Forschung ist beendet. Wir haben das Forschungslabor und die Regierungsunterstützungsbehörde. So, wie ihr jetzt merkt, also normalerweise kommt hier immer ein Kommentar von dem Forschungsmitarbeiter oder in dem Fall von der Forschungsmitarbeiterin. Und die ist jetzt ganz leise. Ich habe es jetzt bewusst am Anfang so gemacht. Wir werden das jetzt mal kurz umstellen. Also ihr habt jetzt nämlich auch die Möglichkeit, den Berater stumm zu schalten. Ich mach's wieder an. Dass wir auch mal die Stimme von der netten Dame vielleicht mal hören können. Beim nächsten Mal, wenn ich die Forschung entdeckt habe. So, weiter geht's. Zeit zum Kolonisieren, hätte ich mal gesagt. Und ja, auf jeden Fall. Also, großer Planet, Sumpf. Allerdings hohe Gravitation. Aber gut, das hier reicht dafür. Kriegen wir hin? Nehmen wir auf jeden Fall. Und wir schauen uns das jetzt mal an. Ich bin immer noch begeistert von den Videos. Die Raumschiffe wurden ein bisschen verändert, also die Kolonieschiffe wurden leicht verändert bei den Rassen. Und da muss ich sagen, also das wurde auch entsprechend in den kleinen Videos, die da kommen, auch schon gleich mit angepasst. So, ja. Marinekaserne, ne? Hätte ich gesagt. Denn wir sind ja ein bisschen militärisch angehaucht. Arriving at the anomaly, Credits. Your fleet spots an abandoned container. Gut, kennt man. Ist jetzt nicht so prickelnd. Und der Zerstörer ist, ist fertig. Wunderbar. Dann gibt es ein Forschungslabor, hätte ich gesagt. Ja. Was machen wir jetzt mit dem Zerstörer? Den lassen wir mal noch ein bisschen warten. Wobei, wir wissen, dass die von hier gekommen sind, die Piraten. Dann schicken wir die doch auch schon mal in die Richtung. Und da, wie ich es schon gesagt habe, ein Gasriese. Also nicht wirklich attraktiv, was sich hier so in den Nachbarsystemen befindet. Also rein vom Kolonisieren her ein bisschen überschaubar. Aber gut, das sind ja nicht die einzigen Systeme, Gott sei Dank. Was haben wir hier für einen? Mittelgroßen Tundra-Planeten. GNN, Galactic News Network. Da haben sie auch ein bisschen was geändert. You are tuned to GNN, the only network that tells you what you need to know. Bringing it to you live. Galactic News Network, the galaxy's most reputable news source. Ja, die Videos oder die Nachrichtensendungen wurden auch überarbeitet. Sind ein bisschen auf witziger gemacht. Ist okay. Brauche mir eine Beschwerde. Oh, einen kleinen Gaia-Planeten. Der ergiebig ist ein dunkles Quarz. Das ist natürlich schick. So. Der fliegt gleich dahin und das nächste Kolonieschiff wird wohl da hochfliegen. Dann.
soweit ist. Wird ja wohl klar sein, was hier ist. Oh. Eine Piratenflotte ist entstanden. Und die Forschung ist fertig. Our engineers have made a new discovery, my liege. So, und jetzt hören wir die Dame wieder, ne? Stummschalten rausgenommen. Und schon hören wir sie. Neutronenblaster. Ja. My liege, a moment, please. Ich würde sagen, wir machen das natürlich wieder händisch. Das Update und die Biologie machen wir als nächstes. So, das schaut mir von der Größe her nach einem Gasriesen aus. Was es auch ist. Und es ist auch ein Sackgassensystem. Verteidigungstechnisch natürlich schon attraktiv. Also wenn ich weiß, dass hier nur aus der Richtung was kommen kann, ist grundsätzlich schon gut so. So, dann, ja, Schiffsdesign. Hat sich auch ein bisschen geändert. Wir bearbeiten das Ganze jetzt mal. Also wir können hier in alle Richtungen drehen. Plus zoomen können wir nicht. Wir haben die Kernsysteme, wir haben die Spezialsysteme und wir haben die Waffen. Und da die entsprechenden Slots dazu. Und hier habe ich all meine Bereiche. Also sich Kernsysteme. Ist natürlich noch überschaubar am Anfang mit Nuklearantrieb und Titanpanzerung. Die habe ich auch drin. Und dementsprechend kann ich allerdings die Kernsysteme auch noch weiter unterteilen. Also Antriebssysteme, Panzerung, Schilde, Computer etc. Waffensysteme, das sind dann auch alle mit drauf. Und wir wollen den Neutronenblaster einbauen. Und der Neutronenblaster nimmt ganz schön viel Platz weg. Aber gut. Machen wir. So, das gleiche Spielchen machen wir natürlich beim Zerstörer. Und da muss ich sagen, also da hatte ich, ich habe mal ein Spiel angetestet, da hatte ich Probleme. Also da ist mir ein, zwei Mal das Spiel abgestürzt, als ich hier die Updates gemacht habe. Also da muss ich sagen, hoffentlich passiert es nicht während einer Aufnahme. Ist mir allerdings schon passiert, dass er da abgestürzt ist. Okay, dann würde ich sagen, ja, weiter geht's, ne? Wir wollen ja schließlich wissen, was hier... ich habe hier auch bloß die Option Auto lösen, da es sich um ein ziviles Schiff handelt bei dem Speer. Die Prognosen standen schlecht und sie werden sich auch bewahrheiten. Also die Piraten haben natürlich mein Schiff zerstört. So, Heimatplanet ist fertig mit seiner Baugeschichte und der kriegt natürlich jetzt als nächstes die Fabrik hinzu, dass wir schneller bauen können. Na gut. Haben wir noch einen Speer und wir werden definitiv hier dann angreifen. Und ich würde sagen, aus Rache müssen die Plünderer dran glauben. Und die schauen wir uns gleich mal an mit dem Zerstörer jetzt. So, der ist angekommen, der Zerstörer. Und da sind auch die Plünderer-Schiffe. Gleiches Spielchen. Radius werde ich ein bisschen erweitern. Ja, maximale Reichweite. Angreifen soll er. Und ja, wir schauen uns das Ganze auch wieder aus dem Kinomodus an. Denn auch hier ist es ja noch recht überschaubar von den Kämpfen her.
Und da kommen auch schon meine Raketen. Jawohl. Na gut, diese Stärke ist natürlich noch einen Ticken größer wie jetzt die Fregatte. Also der macht dann schon ein bisschen mehr Schaden. Tja, so schnell geht's. Und dann würde ich sagen, darf der gleich dahin fliegen. Und eine Sache machen wir noch zusammen. Also wir werden jetzt noch die Piratenbasis angreifen. Und dann ist die Folge nämlich auch schon zu Ende. So, da ist die Piratenbasis. Und das werden wir jetzt noch machen. Treffer. Ja, die Videos, also die Grafiken haben sie auch noch ein bisschen verändert. The destruction of the pirate base has left several buildings standing. One in particular seems overly reinforced. Und ein bisschen Kohle gefunden. Ist doch wunderbar. Ja. Und dann sind wir auch schon am Ende. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen, warum ich mich zu diesem Schritt entschieden habe. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn euch mein Kanal gefällt. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge, wo wir die Eroberung dieser schönen Galaxie hier vorantreiben werden. Und auch mal schauen, wie wir hier uns dann entsprechend absichern können. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.